Doch, ist an. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Dark Loader. Wir sind irgendwas. Dark Loader, ja. Mein Büro ist Standard in 19 Minuten und Celine ist auch dabei. Und Dark Loader natürlich. So, ich bin in meinem Standardbüro. Heute mal nicht in dem außergewöhnlicheren. Das ist total eng hier, Alter. Ich könnte mich hier nicht umdrehen. Ja, ich bin fett. Totenschein. Vollständiger Name Clark Field. Ledig, verheiratet, verwitwet und geschieden ledig. Hautfarbe weiß, Geschlecht M. Geburtsdatum 3.11.76 in Portside, Wellmouth. Geburtsregister bla bla. Starb am Oktoberstag des Monats 21. Ich glaube, das ist vertauscht. Nein, nein, starb am Oktoberstag des Monats 21, 2011 um Uhr. Zuletzt ausgeübter Beruf, Besitzer der R&L Company. Okay, okay. 4 Tage Aufenthalt in Northwood Forest. Friedhof, bla bla. Todesursache war ersticken, hat Morris Digger gesagt. Okay. Digger. Digger, stimmt das denn so? Das ist das Mordopfer quasi. Aus Lord Mulders Büro. Bei unserer ersten Durchsuchung haben wir nichts entdeckt. Ich habe mich inzwischen noch ein paar Mal dort umgesehen, aber keine Hinweise gefunden. Außer diesem Büro hatte Lord Mulder nichts. Vor seinen seltsamen Weltreisen hat er sogar sein Haus verkauft. Warum hat er sein Büro behalten? Ich glaube, ich nehme die Fotos besser mit. Vielleicht ist ja etwas drauf, was wir nicht sehen. Ach, das ist gar nicht dein Büro, sondern sein Büro, oder was? Nee, das ist mein Büro. Aha. Aber hast du gesagt, das Mordopfer? Der ist erstickt. Ich weiß nicht, warum. Ist das irgendwie einer? Clark Field sagt mir jetzt noch gar nichts. Okay, warte, ich dachte, weil wir gucken, was... Lord Nolder, nee, wie hast du den gerade genannt? Dark Loader. Ach ja. Der hat doch jemanden umgebracht, oder? Ich dachte, das wäre der. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der verrückt ist. Führen Sie dann rechts auf das Objekt. Geil. Zoomen Sie mit dem Mausrad. Auch noch falsch rum. Alles leer. Überall nichts drauf. Huch. Alter. Nee, falsche Taste. Natürlich, auf dem letzten ist jetzt was, oder was? Nee. Toll, danke. Das ist total, total gut, dass ich das gemacht habe jetzt hier. Danke, tschüss. Ich will hier raus. Sieht irgendwie aus wie so eine Mischung aus einem Fuß und irgendwie einem weiblichen Geschlechtsorgan hier. Was das sein soll. Das ist sehr eklig und ich will da nicht drüber nachdenken. Ja, eben, das ist auch eklig. Nee, das ist hier mein Büro. Akten. Mein Standardbüro ist das. Hä? Mein Büro, Lord Nolders Büro und mein Zuhause. Dann fahren wir mal in Dark Loaders Büro. Wie, oh Gott. Dark Loaders Büro. Die Polizei hat hier nichts entdeckt, weil alle Aufzeichnungen vernichtet wurden. Es herrscht eine gedämpfte, erwartungsvolle Atmosphäre, als berge das Büro Geheimnisse und würde seit 5 Jahren auf Lord Mulders Rückkehr warten. Letztes Mal herrschte hier keine solche Unordnung. Die Polizei hatte das Büro versiegelt. Aber wer ist hier gewesen? Und warum? Hier gibt es doch nichts Wichtiges. Das Büro ist so gut wie leer. Und jetzt ist es wahrscheinlich sogar ganz leer. Der Kalender ist 5 Jahre alt. Also aus der Zeit vor seiner plötzlichen Abreise. Er hat einige Länder in Afrika und Ozeanien bereist. Discover what has been altered in Lord Nolders Office, habe ich gerade bekommen. Ach, seht ihr sogar. Wieso, was wurde denn hier gealtert? Ein 5 Jahre alter Kalender. Er wurde nicht angerührt, seit Lord Nolder vor 5 Jahren zusammen. Verstehe ich nicht. Huch.
Okay, pass auf, ich lass dich einfach mal spielen. Und wenn du nicht weiterkommst, gucke ich einfach mal nach. Das ist sonst nicht machbar hier. Okay. Dass du auch mal ein bisschen dabei bist, wenn ich hier spiele, wäre ja auch mal. Ja, ne, ist auch mal schön. Ja. Aber dann brauchst du mich eigentlich auch wohl. Wenn ich gucken soll, dann muss ich natürlich wissen, was passiert ist. Eben. Merk dir das mal bitte. Ich kann ja nicht mal lesen. Eine Liste mit Symbolen, keine Ahnung, wozu die gut sind. Nimmt das mit? Nee. Also 0-00158 ist STW und I und 01.00 bis 02.07. Ah, das sind Daten, ne? Nee, 008 macht auch keinen Sinn. Wellsmouth, Mythen und Legenden einer alten Stadt. Dieses Buch handelt von den Volksmythen von Wellsmouth. Ich erinnere mich dunkel, dass mein Großvater mir davon erzählt hat. Wie lang ist das? Okay, es geht. Vorwort. Zweck dieses Werks ist die Sammlung der Volksmythen der Stadt Wellsmouth in einem zusammenhängenden Band. Wie allgemein bekannt, wurde Wellsmouth bereits im Mittelalter, das genaue Datum ist nicht bekannt, als Siedlung erbaut und ist aufgrund der umgebenden Berge seit jeher von anderen Siedlungen abgeschnitten. Aus diesem Grund interessieren sich Ethnologen besonders für die Geschichte einer so abgeschnittenen Gegend. Die Erforschung und Sammlung der Volksmythen eines Gebiets wie Wellsmouth ergibt eine umfassende ethnologische Wissensquelle, die Informationen über die umliegende Region liefern kann. PS, ich danke meinem Freund Alfonso Gray, der mir bei Teilen des Buches geholfen hat. Amateurethnologe Sean Bridge. Sean Bridge. Jethers Fluch ist vielleicht eine der ältesten Mythen der Region. Obwohl der Ursprung umstritten ist, geht die allgemein akzeptierte Version auf das Altertum zurück. Das Naturphänomen, das jedes Jahr zu bestimmten Zeiten in den Northwood Mountains auftritt, kann selbst heute nicht vollständig erklärt werden. Starke Winde, die mit entsetzlichem Getöse Staub und kleine Steine durch Höhlen und Felsspalten in den Northwood Mountains schleudern. Diese Steine regnen nach einem starken Erdbeben auf die Städte in der Umgebung. Dieses Erdbeben ist viel stärker als die kleinen Beben, die im Erdbebengebiet von Wellsmouth häufig auftreten. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die erste Siedlung des Wellsmouth-Bezirks in der bewaldeten Northwood-Region, ich komme mir vor wie die von Loriot, Lord Corbethorne Home. Zu dieser Region gehörten auch die Northwood Mountains, die in vielen Mythen erwähnt werden. Abgesehen von ein paar Lichtungen bedeckt der große Northwood Forest das Gebiet bis zum Fuß des Berges, wo eine dicke Bettdecke. Der Wald ist unbewohnbar, aber in den Lichtungen ist die Erde sehr fruchtbar und so wurde eine kleine Stadt um den Teich von Wolfsbrae gebaut, der Stadt auch ihren Namen gab. Doch später wurde der Name in Windlabs geändert. Ich hatte Wellsmith. Laut dem Jethers-Fluch-Mythos stießen die Bewohner von Wolfsbrae auf ein kleines, raues, feindseliges Völkchen, das lange Zeit auf den Plateaus der Northwood Mountains lebte. Sie fanden einige der Traditionen und Verhaltensweisen dieser Menschen, die sich selber Yather nannten, absolut abstoßend. Nach einer Weile verschwanden einige Personen. Die Bewohner wurden unruhig und die Yather wurden gewaltsam von den Plateaus vertrieben, auf denen sie lebten. Nach diesem Vorfall soll Yathers Fluch begonnen haben und allgemein wird angenommen, dass das der Preis für diese Vertreibung ist. Merkwürdiges wurde über die Tradition der Yather berichtet und die Bewohner von Wolfsbrae waren besorgt. Eines Nachts wurde während der Riten der Yather eine Gruppe von Menschen entsandt, um nachzusehen, was auf den Plateaus geschah, und als sie zurückkamen, wagten sie vor Angst nicht zu sprechen. Am nächsten Morgen erzählten voller Furcht flüsternd, was sie gesehen hatten. Und was mit den entführten Dorfbewohnern geschehen war. Es wird berichtet, dass die Yather wahre Teufel seien, die in tiefen, dunklen Höhlen abscheuliche Götzen anbeten und Opfer darbringen. Dabei tanzen sie zu monotoner Musik und beschwören etwas aus der Hölle herauf, indem sie mit den Handflächen auf den Boden schlagen. Man hat inzwischen bei archäologischen Ausgrabungen Behausungen entdeckt, doch in keiner der Höhlen in dieser Region finden sich Götzen wie aus den Mythen. Wieso bedankst du dich? Weil hier gerade eingeblendet wurde, ein Tipp ist verfügbar. Ach so. Da habe ich gesagt, danke. Ist nett. Tipp ist nett. Da kann ich nicht wieder zumachen. Kann diese Schublade nicht wieder schließen. Das sind die Mythen, okay. Das ist irgendein Code. Naja, werden wir hoffentlich noch rausfinden. Ach doch, ich kann doch zumachen. Okay. Aber die unteren kann ich auch nicht aufmachen. Hätte ich es auch auflassen können. Ich habe einen Schraubendreher. Das ist ein Brieföffner, oder? Die Leitung ist tot. Was?
Hä? Was? Da kann ich Tipps, aber ich will noch keine. Noch will ich keine Tipps. Okay, ich gehe. Warte, warum steht hier Outcome? Wart. Überlegen, kombinieren. Ach, so was ist das? Wie Sherlock Holmes? Okay, geil. Westmouth Daily. Brängsten um 3 Uhr nachts von Erdbeben erschüttert. Entschuldigung, das hört sich an wie so eine deutsche Stadt einfach. Im Harz. Brängsten im Harz. Pfingsten in Brängsten. Das ist ein bekanntes Fest. Denken Sie an die Zukunft. Kaufen Sie sich ein Lotterielos. Ja, mach. Ich nicht. Also, denken Sie sich an die Zukunft. Doch. Ein Erdbeben der Stärke 6,3 rollte gegen 3 Uhr morgens durch Brängsten, eine kleine Stadt 18 Meilen nordwestlich von Wellsmith. Bislang ist von 18 Toten und 137 Verletzten die Rede. 9 Häuser stürzten ein und viele weitere wurden schwer beschädigt. Noch immer sollen unter den Trümmern Überlebende begraben sein. Zufällig war Thomas Koch, Reporter der örtlichen Tageszeitung, gerade vor Ort. Der hat das bestimmt ausgelöst. Das sind zu viele Zufälle. Da steckt er irgendwie mit drin. Hier seine Beschreibung des Geschehens. Ich habe was mit Geschlechts gelesen. Hier seine Beschreibung seines Geschlechts. Das war ein schrecklicher Moment. Alle Gebäude bebten. Dann begannen die Menschen zu schreien. Ich sah, wie sie von Balkonen und aus Fenstern sprangen, um sich zu retten. Sowas habe ich noch nie erlebt. Auch in Wellsmith war das Beben noch stark zu spüren. Es gab keine Toten, doch bei der anbrechenden Panik wurden 59 Personen verletzt. Hat er nachgezählt oder was? Die meisten verbrachten die Nacht in ihren Autos oder städtischen Parks. Die Behörden warnten davor, in den beschädigten Häusern zu bleiben und riefen die Bevölkerung auf, sich auf potenzielle Nachbeben vorzubereiten. In Wellsmith stürzten keine Gebäude ein. Aufregender Zufall! In der Kohlemine der Big Mole Mining Corp. mit Sitz in Brängsten machten die Arbeiter durch einen Zufall eine aufregende Entdeckung. Viele Archäologen betrachten dies als den rätselhaftesten und aufregendsten Fund der letzten Jahre. Sie fanden einen Raum, dessen Eingang mit Figuren, Reliefen und Zeichnungen bedeckt ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass dies ein Teil einer prähistorischen unterirdischen Siedlung sein könnte. Der Betrieb der Mine wurde sofort gestoppt, bis die Gegend gründlich untersucht wurde. Der erste Archäologe, der die Region untersuchte, war David R. Hiddleston. Hiddleston erklärte, dass die Überreste nicht zu einer uns bekannten Zivilisation gehören und schon sehr alt sind. Endgültige Aussagen können aber erst nach einer vollständigen Untersuchung getroffen werden. Ist auch ein aufregender Zufall, dass die irgendwas unterirdisch ausbuddeln und dann ein Erdbeben passiert. Aufregend. Ich kam eben nicht über dieses Bild weg, dass er seine Hose auszieht und dann alle Leute schreien, weglaufen. Das ist bei mir immer so. Ich kenne das. So, Telefon ist mir egal. Das ist mir auch egal. Hat er noch was anderes, der Dark Loader in seinem Büro? Hier kann ich noch hin. Okay. Hier wurden Akten aufbewahrt. Es wurde vor einer Weile ausgeräumt. Was denn? Die Jalousie oder was? Hat er da seine Akten? Diese Bilder sind eher untypisch für normale Büros. Hat er seine Akten zwischen den Jalousien? Wie heißt das? Wie heißen diese einzelnen Lamellen? Hat er da seine Akten gelassen? So. Gut. Oh, da ist noch was. Komme ich da ran irgendwie? Nee, leider nicht. Da weiter hinten kann ich auch nicht. Hier müsste ich da alles angeguckt haben. Gut, dann weiß ich nicht. Fahre ich wieder. Kann ich in den Wald fahren? Nee. Kann nur in meinem Büro, in Dark Loaders Büro nach Hause. Meine Wohnung, die ich schon lange habe. Puh. Entschuldigung, hab ich irgendwann rausgerissen? Ja, ich hoffe nicht. Hört man mich noch? Ja. Meine Wohnung, die ich schon sehr lange habe. Ich bleibe nicht nur wegen der niedrigen Miete hier, sondern auch wegen der Ruhe. Nur Künstler und Arme leben an solchen Orten. Oh, das war sogar meine Wohnung. Ja, was ein Zufall. Hab ich irgendwo einen Briefkasten vielleicht? Weil ich habe ja immerhin einen Brieföffner gefunden. Das war das Badezimmer. Kann ich nochmal pinkeln? Den brauche ich nicht. Den was auch immer.
Das ist wieder das Badezimmer. Das ist die Haustür. Das verbotene Zimmer. Ich habe keine Zeit zum Schlafen. Also, warte mal, kann ich eigentlich hier irgendwie jemanden anrufen oder so? Telefonbuch. Arthur. Gibt keinen Grund, ihn anzurufen. Habe ich noch jemanden? Alan. Alan! Gibt keinen Grund, ihn anzurufen. Alan! Auch nicht. Arthur. Wow, ich habe total viele Freunde. Nee, du hast nur Freunde mit A, die anderen magst du nicht. Ach so. Soll ich mal so einen Hinweis hier holen? Das kannst du natürlich auch machen, da brauchst du mich gar nicht mehr. Ja doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich sind deine Hinweise besser als die. Aber ich würde es zumindest mal ausprobiert haben. Howard hat die Fotos der ersten Polizeidurchsuchung. Er sollte mit dem jetzigen Zustand vergleichen. Er sollte sie mit dem jetzigen Zustand vergleichen. Hä? Huch. Mann! Ging das so und dann so? Ach so. R. Ansicht zurücksetzen. Okay, das sah so aus wie vorhin auch. Wow. Das weiß ich nicht. Ach, deshalb haben wir das Achievement bekommen wie in dem Kalender, weil irgendwas ist im Kalender scheinbar anders. Was ich aber gar nicht gecheckt habe, weil ich gar nicht wusste, was die hier von mir wollen. Wo ist denn der Kalender überhaupt? Ist denn irgendwo drauf? Doch da. Das kann ich ja nicht erkennen. Kann ich noch weiter ranzoomen? Nee. Suchen wir. Hä? Ja, dann musst du wohl zumindest in sein Büro, würde ich sagen. Meinst du, ich muss da wieder hin? Ja, schon, wenn du da Unterschiede finden sollst. Ich habe ja schon das Achievement bekommen, dass ich am Kalender einen Unterschied entdeckt habe. Ich weiß gar nicht, warum. Das macht so gar keinen Sinn, weißt du? Ich geh aber nochmal dahin. So, war der Polizei. Achso. Hä? Nee, da. Nichts Ungewöhnliches. Ach, jetzt macht er was. Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Da sagt er gar nichts mehr zu. Was? Wenn das 5 Jahre alt. Ja, weiß ich doch. Hä? Nicht genau, was das alles von mir will jetzt, hier, wenn ich ehrlich bin. Ach, du musst. Was? Du musst an der richtigen Stelle stehen, von der aus das Foto auch gemacht wurde. Wo ist denn das Foto? Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Warum sagt er das denn manchmal? Manchmal nicht. Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Okay, also wenn ich dann so stehe. Und jetzt? Hä? Ich... Warum sagt der bei den ersten beiden immer nichts Ungewöhnliches zu sehen, bei den anderen sagt er gar nichts mehr. Stehst du noch nicht richtig? Ich weiß es nicht. Muss ich das mit diesem Untersuchmenü da noch machen, oder was? Oder einfach ja, das Bild benutzen? So oder wie? Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Also du musst so lange rein und raus zoomen, bis er was sagt. Entweder ist nichts Ungewöhnliches da zu sehen, oder es ist was Ungewöhnliches zu sehen. Ja, das steht hier. Ja,
mit dem bist du doch schon durch. Mit ich dem weiß Ganzen. Es nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas im Bild ist anders. Was denn? Was muss ich immer wieder hier rein? Das Bild hängt schief. Nee. Ach doch, tatsächlich. Jemand hat das Bild bewegt. Die Polizei hat diesen Tatort versiegelt. Wer könnte hier eingedrungen sein? Sehen wir uns die Rückseite an. Scheint, dass das darin zu stecken. Ich brauche etwas, um ihn zu öffnen. Ihn? Hier, den Dings da. So werden alle Objekte im Spiel benutzt. Wie alle. Sich alle gleichzeitig benutzen. Leertaste, Text. Oh. Was habe ich denn eins genommen? Ein Briefkuvert aus dem Bilderrahmen. Ich glaube, es wurde nach der polizeilichen Dings hier platziert. Was? Hilfe! Warum mache ich das denn nicht auf? Achso, nee, ich will keinen Tipp. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Du kannst den noch nicht aufmachen. Warum? Ich habe einen Brieföffner und ich habe einen Umschlag. Warum kann ich den verdammt euch aufmachen? Du hast ein Feature noch gar nicht gefunden. Das Brieföffnen-Feature, oder was? Vielleicht gehst du nochmal zurück in das andere Büro. Ach nee. Versteckt noch ein Feature. Hab ich alles angeguckt. Mhm. War nichts mehr. Guck dir vielleicht nochmal diese Todesmeldung da an. Mhm. Ach, da ist noch eine dahinter. Das Opfer wurde am Rand des Northwoods Forest entdeckt, etwa 85 Meilen nördlich von Wellsmith. Es wurde anhand seines Ausweises identifiziert und sein Bruder Jonathan Field wurde verständigt. Dieser identifizierte den Toten und gab an, dass er schon seit einiger Zeit vermisst worden war. Er erklärte, dies nicht der Polizei gemeldet zu haben, da er ein Paket mit einem Brief erhalten habe, in dem stand, dass er es nicht tun solle. Er sagte, er habe einen Privatdetektiv namens Lothe Nolder angeheuert, um seinen Bruder aufzuspüren und diesen das besagte Paket zu geben. Hm. Nochmal, oder? Kannst du da nichts mit tun? Weiß nicht, was soll ich damit tun? Können wir jetzt mal wieder angucken. Was kann ich damit tun? Was sollte ich denn damit tun können? Ich dachte, du könntest jetzt diese Wörter da unterstreichen. Wörter unterstreichen? Northwood Forest, 85 Meilen. Und da ist kein Bleistift unten links. Nee. Ich habe keinen Bleistift. Was sagt denn mein Gehirn? Jetzt gucken wir mal, was mein Gehirn sagt. Howard hat einen Brief gefunden. Mit einem scharfen Hier kann man ihn öffnen. Ja, will ich doch. Hier, Brieföffner. Muss ich an einer bestimmten Stelle benutzen? Da oben würde ich jetzt einfach mal sagen. Nein. Nein. Kann ich nicht öffnen. Okay, ich würde sagen, wir machen das schon, weil gerade nervt mich das ziemlich und ich sollte diese Folge beenden, weil sonst fange ich das Spiel nie wieder an. Weil das müssen wir uns jetzt mal schlau machen, wie das jetzt hier funktionieren soll. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum hoffentlich nächsten Mal bei Dark Loader. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen. Tschüss.